Freunde, das ist eine akustische Bassgitarre, an sich nichts Besonderes, aber sie ist handsigniert von der Band Eisbrecher. Das war die erste Gitarre, die Eisbrecher auch signiert hatte, nachdem bekannt wurde, dass Sturmfahrt Platz 1 der deutschen Charts belegt hatte. Und dieses gute Ding gehört mir, bin ich mega stolz drauf. Aber um eben diese Band wollen wir uns heute ein bisschen drehen, denn es steht ein Coveralbum bevor. Viel Spaß! Ja, Freunde, ihr wisst, es gibt nicht viele Sachen, mit denen ihr mich glücklich machen könnt. Es gibt aber zwei Sachen und die bitte ich euch zu tun. Einmal ein Abo zu hinterlassen und ein Abo bei Captain Unbrauchbar zu hinterlassen. Ich feiere dich und ich feiere deine Videos einfach nur genial. Ich find's geil. Und ey, ich denke mal, die Leute, die meinen Kanal angucken, werden auch Spaß an deinem Kanal haben. Schöne Grüße, Captain Unbrauchbar. Wir machen jetzt weiter mit Skandal im Sperrbezirk. Im Original gesungen von der Spider-Murphy-Gang. 1981 hätte ich jetzt behauptet. Knapp 750.000 verkaufte Singles. Also ein Erfolg, ja? Das Lied hat einen realen Hintergrund, handelt sich allerdings um eine fiktive Nutte. Fiktiv, ich mag das Wort. Um eine fiktive Nutte. Das war in Bayern. Das begann mit den Olympischen Sommerspielen 72. Da hatte man angefangen, so die Prostitution so ein bisschen aus der Öffentlichkeit abzudrängen. Auch noch unter der Führung der CSU wurde das Ganze bis Anfang der 80er total verschärft. Du konntest dir nicht mal mehr eine Nutte deinen eigenen vier Wänden mit nach Hause nehmen und ein bisschen Spaß haben. Ich denke mal, inzwischen geht das fit. In Bayern. Falls nicht, falls hier ein Bayer zuguckt, wahrscheinlich Piso, moin, dann schreib mir das mal auf. Darfst du deine Noten mit nach Hause nehmen oder wie funktioniert das? Ne? Ja, schöne Grüße an Piso erstmal an dieser Stelle. Ja, manchmal erzähle ich auch einen Scheiß. Das war in München. Klar, München liegt in Bayern, allerdings war es nicht im gesamten Bayern so, sondern hauptsächlich in München. Wenn es noch andere Städte gab, die immer so war, schreibt es mir gerne auf. Das nun mal als kleine Korrektur. Die Person Rosi ist fiktiv. Die lehnt sich an die Figur aus dem Song Skandal um Rosi aus den 70ern. Und was ihn auch noch bestärkt hat, also mit ihm meine ich den Sänger Siegel und Bassist der Band, Sänger und Bassist, Songwriter. Eine Freundin von ihm hieß auch Rosi. Naja, und so hatte sie sich dann auf diesen Namen mit sich selber geeinigt. Ja, der Song selber hat tatsächlich auch so einen Mini-Skandal-Charakter gehabt, nämlich einige Radiosender in Bayern oder einige viele haben gesagt, ey, wegen dem Wort Nutte, wenn wir das hier nicht spielen, das kann man gar nicht im Radio spielen und außerhalb von Bayern ging es aber wiederum. Deswegen, naja, ob das wirklich dann nur mit dem Wort zu tun hat, man weiß es nicht. Was ich gerade gesagt habe, war falsch. Die ZDF-Hitparade, da durfte der Song auch nicht gespielt werden, da Dieter Thomas Heck meinte, dieser Song ist ihm ja zu heiß, zu anrüchig, zu anstößig. Ja, so viel zum Song. Was ich noch interessant finde, da wird eine Telefonnummer im Song genannt. Da hat der Sänger gesagt, das war ohne Jux so, dass die Leute angefangen haben, diese Telefonnummer anzurufen. Und quer durch Deutschland hat er und die Band dann dafür Sorge getragen, dass Menschen, die sich dann beschwert haben, eine neue Telefonnummer bekommen. Die Band hat die Kosten übernommen und hat dann nochmal als Entschuldigung einen Blumenstrauß in diesen Haushalt geschickt. Ja, coole Geschichte, aber wir konzentrieren uns heute auf die Eisbrecher-Version. Was heutzutage im digitalen Zeitalter völlig untergeht, ist das Artwork. Hier möchte ich einmal ein großes Lob an den Grafiker aussprechen und ein sehr großes Lob an denjenigen, der die Idee hatte und das Ganze in Auftrag gegeben hat. Und ein noch größeres Lob an das Fotomodel aussprechen. Das ist, ich finde, das ist eine großartige Leistung und das muss gewürdigt werden. Für alle, die diesen Song nicht kennen oder kennt tut ihn jeder, aber wer den gerade nicht im Ohr hat, nochmal kurz zur Wiederholung. In manchen Städten Hochbauhaus, Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt
Pflaster keine Chance hat. Doch alle sind gut informiert, Rosi täglich inseriert. Wenn ich deine Frau nicht schrieb, gut, dass es die Rosi gibt. Draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten sich die Füße platt. Skandal im Sperrbezirk, Skandal im Sperrbezirk, Skandal, Skandal um Rosi. Ja, so ungefähr. Ne? Wir tun uns jetzt einmal die Coverversion an. Da haben wir das gute Stück. Es fängt auch für Eisbrecher sehr elektrotypisch an. Bis dahin könnte man sogar sagen, dass es keine Coverversion ist, sondern ein Eisbrecher-Original. Zur Strophe baut sich das Lied wieder ab und der zweite Teil der Strophe ist wieder ein bisschen stärker betont. Refrainstille? Ich finde es gut, dass sie im Refrain jetzt nicht total abgeben. Wir hatten jetzt im Intro oder dieser Part, der halt auch zwischen Refrain und Strophe funktioniert, folgendes Tempo gehabt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Während wir dann im Refrain 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und sogar den ersten Part komplett, ja, fast einen Instrumentaussatz erlebt haben. Das ist eine andere Akkordfolge als im Original. Also das Original funktioniert mit A, G, D, E. Und hier haben wir, wenn ich es richtig rausgehört habe, so, und das müsste jetzt ein Fis sein, ein E, ein H, zurück zum Fis. Ja, funktioniert trotzdem, ne? Spannungsaufbau zum letzten Refrain. Hier schön zu hören, wird richtig schön mehr Rhythmus betont und zack, Gas, Gas, Gas. Also schon im Gegensatz zu den anderen Refrain. Also jeder Refrain hat nochmal was Eigenes bekommen. Das finde ich gut. Im Outro haben wir nochmal den Takt der vorherigen Refrains. Und das Lied geht aus. Ja, wunderbar. Natürlich muss ich immer so ein bisschen dazwischen quatschen, ne? Sonst gibt es ja Ärger mit dem Urheberrecht. Die Single Skandal im Sperrbezirk ist ein Teil vom neuen Album Schicksalsmelodien. Ihr seht schon, ihr könnt auf der Homepage ordentlich Merchandise einkaufen. Wegen dieser Neonfarbe hat mich das so ein bisschen erstmal an Cyberpunk erinnert und auf den zweiten Blick dachte ich an Heino wegen der Brille und weil Heino auch in den letzten Jahren immer wieder einen Schädel als Zeichen benutzt hat, aber gut, ich mag das Cover. Ein Schädel mit Ohrhörern, das gab's, glaube ich, schon mal bei den Hosen in aller Stille, aber gut, die Hosen haben es auch nicht erfunden. So, wir schauen uns mal die Tracklist an, da finden wir auch die toten Hosen, aber wir gehen Stück für Stück durch. Skandal im Sperrbezirk ist bekannt, aktuelle Single, Anna, lass mich rein, lass mich raus, Trio, Disco in Moskau. Ich glaube, ich möchte mich mal aus dem Fenster lehnen. Es gibt Coverversionen, die sind besser als das Original und ich denke, das wird hier passieren. Ich denke, Disco in Moskau, das ist ein Stück, das wird Eisbrecher viel besser interpretieren als die Hosen und ich glaube, bei Out of the Dark wird das auch passieren, dass sie Falco nochmal ein Stückchen toppen. Ganz im Gegenteil, Stoßgebet. Ich finde das Original von Powerwolf um Längen besser. Wer sich das anhören möchte, gibt es hier auf YouTube und Spotify und sonst wo. Oh, we are mal ein englisches Stück. Bin mal gespannt. Goldener Reiter, erst kürzlich von Genre-Kollegen Die Kreatur gecovert. Ist okay geworden. Ja, Freiflug, wir erinnern uns, die erste Single von Megahertz, noch mit Alex im Video zu sehen. Single ist das falsche Wort, aber es war die erste Videoauskopplung von Megahertz. Bitte, bitte, könnte funktionieren. 1, 2 Polizei ist natürlich richtiger Schrott, ne? Aber irgendwie schreit das Lied auch so ein bisschen nach NDH. Ich glaube, das Instrumental wird ganz cool. Flieger, grüß mir die Sonne. Ja, und jetzt kommen drei Sachen, die kennen wir. Menschenfresser, ein Cover von Rio Reiser gab es schon bei, wo haben wir das?
bei dem Best-of Ewiges Eis. Oh, Freunde, das steht dir gut. War auf der Special Edition von Schock drauf. Schwarzes Blut. Ach ja, aber auch auf der Best-of war es auch mit drauf. Schwarzes Blut könnt ihr euch auch schon anhören. Die Jubiläumssongs für ASP. Und ein völlig neues Ding. Schicksal. Ja, wir lassen uns überraschen. Ich bin neugierig, ich bin gespannt. Aber glaube, dass Eisbrecher einige Songs etwas besser hinkriegen wird als das Original, wie zum Beispiel Disco in Moskau, worauf ich mich wirklich am meisten freue. Aber wie sieht das für euch aus? Oder wie sieht das für dich aus? Was ist der Track, wo du sagst, okay, hier freue ich mich am meisten, ich denke, das wird richtig geil. Oder wo du denkst, ey, das sollte Eisbrecher lieber nicht machen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Schreibt es mir in den Kommentaren einmal auf. Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, hinterlasst gerne ein Abo, da freue ich mich immer. Und ich freue mich schon, über das Album zu berichten. Es wird veröffentlicht am 23. Oktober und dann werde ich mich auch am 24., 25. wieder hier melden. Natürlich in der Zwischenzeit mit anderen Themen, auch Musik, Rock, Metal, aber dann nochmal mit Eisbrecher. Freunde, macht's gut. Euer Vic von Lederschuh.